Binge-Eating, wenn Essen zur Sucht wird. Vom Binge-Eating spricht man, wenn Menschen anfallsweise große Mengen an Nahrungsmitteln zu sich nehmen, die weit über den Kalorienbedarf, den Sättigungsgrad hinausgehen, das über einen längeren Zeitraum tun und darunter auch noch dann massiv an Gewicht zunehmen. Die wichtigste Folge ist erstmal, dass die Patienten massiv an Gewicht zunehmen und dass ihr Alltag wesentlich bestimmt ist von diesen Essattacken oder Essanfällen. Das heißt, dass sie zum Teil gar nicht mehr in der Lage sind, ihren normalen Beruf auszuüben, Studium, Ausbildung zu folgen, weil schlichtweg sich fast alles nur noch um diese Essattacken dreht. In der Regel bedarf es dazu einer stationären Therapie, wo die Patienten erstmal lernen, geregelte Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Also lernen, einen normalen Essrhythmus einzuhalten. Dann lernen, auch wieder normale Essmengen zu sich zu nehmen. Und da das wesentlich am Anfang zur Anspannung führt, lernen sie auch, mit diesen emotionalen Anspannungen so umzugehen, dass sie nicht wieder zu Essattacken greifen müssen, um diese Anspannung zu regulieren.